Willkommen zum Podcast Isabel Goes EduTech, der Podcast zum Blog. Und das ist heute mein erster Podcast und der soll sich heute um die Lehrerinnenweiterbildung drehen. Ich war vor einer Woche in Albanien und dort habe ich mir angehört, was albanische Lehrerinnen dazu sagen, welche Weiterbildungsangebote sie sich wünschen. Das alles hat im Projekt TVET stattgefunden, also im Rahmen des Projektes. Es ist ein Erasmus-Plus-Projekt. Und mein Team an der Donau-Universität Krems, am Department für interaktive Medien und Bildungstechnologien, hat eben die Aufgabe, ein Weiterbildungskurriculum zu entwerfen. Und da war jetzt eben der erste Schritt, sich anzuhören, welche Wünsche denn albanische Lehrerinnen und Lehrer haben. Dazu wurde ein Fragebogen entwickelt, bei dem wir da auch involviert waren bei der Entwicklung. Und danach haben die albanischen Lehrerinnen und Lehrer diese in verschiedenen Regionen den Fragebogen beantwortet. Das war jetzt sowohl qualitativ, auch quantitative Methoden wurden da angewandt. Also jetzt nicht nur Fragebogenbeantwortung, sondern auch Fokusgruppen und Experteninterviews und so weiter. Und ja, diesen einen Nachmittag vor einer Woche saßen wir dann alle zusammen in Albanien, in Elbasan, das ist die viertgrößte Stadt Albaniens. Und dort haben dann die ganzen Universitäten aus den verschiedenen Regionen präsentiert. Und was da eben besonders aufgefallen ist, also das so ein bisschen ein Conclusio von all diesen Präsentationen, die wir da gesehen haben, das war, dass albanische Lehrerinnen und Lehrer sich vor allem wünschen, zum einen studierendenzentrierten Unterricht, also Lernen und Lehren, das heißt, wo Schülerinnen und Schüler im Zentrum stehen, also quasi ein bisschen eine Hilfestellung, wie dieser Shift von lehrerinnenzentrierten und lehrerzentrierten Unterricht auf lernendenzentrierten Unterricht funktionieren kann. Ganz stark waren auch ICT-Skills, also digitale Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern dabei, projektbasiertes Lernen, inklusiver Unterricht, also wie man mit Schülerinnen und Schülern umgeht und wie man die fördern kann, die spezielle Bedürfnisse haben. Dann auch stark Curriculumsentwicklung und auch didaktisches Kursdesign, basierend auf Lernergebnissen und Kompetenzen. Und was ganz stark auch rausgekommen ist, dass sie sich eine Community of Practice wünschen für Lehrerinnen und Lehrer. Und dass da eben ein Netzwerk entstehen kann, wo Austausch passiert und Praxis, also wo Leute von der Praxis erzählen können und so weiter. Und besonders war aber dann auch, also in dem Zusammenhang auch gewünscht, dass man Lehrmaterialien sharen kann. Also das, aber dazu muss quasi erst so eine Art Sharing Culture entstehen und das war eben auch ein wichtiger Punkt bei dem Meeting in Elbasan. Und was wir jetzt nun machen werden, ist, dass wir uns anschauen, wie können wir jetzt die Wünsche von den albanischen Lehrerinnen und Lehrern abstimmen, auch mit dem, was von der EU vorgegeben ist, von den Trends, auch die es da gibt. Sollte man vielleicht noch was hinzufügen und gemeinsam mit unseren finnischen Partnern an der Universität Turku werden wir dann ein Curriculum vorschlagen für die Weiterbildung von albanischen Lehrerinnen und Lehrern. Und ich finde es halt immer auch spannend, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und zu sehen, was sich andere Lehrerinnen und Lehrer in anderen Ländern wünschen oder womit sie zu kämpfen haben. Und da würde mich jetzt interessieren, was denkt ihr so darüber? Also denkt ihr, dass das ähnliche Themenpunkte sind, die auch bei uns in Österreich wichtig sind in der Lehrerinnenweiterbildung und Lehrerweiterbildung? Oder würdet ihr sagen, es gibt noch ein paar Dinge zu ergänzen, die ihr euch wünschen würdet in der österreichischen Lehrerinnenweiterbildung und Lehrerweiterbildung? Ja, schreibt einfach in die Kommentare unten, was ihr euch denkt dazu. Und ich bin schon gespannt auf eure Rückmeldungen. Das war's auch wieder von meinem ersten Podcast. Und ja, bis zum nächsten Mal.